Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ellen, ich bin 15 Jahre alt und bin zurzeit in den USA und stehe gerade in der Küche von meiner Gastfamilie, weil ich heute ein Kochvideo machen werde. Weil jetzt Ende der Kürbisphase ist und wir noch welche übrig haben, mache ich heute eine Kürbissuppe. Dann würde ich sagen, los geht's und viel Spaß! Okay, ich habe hier schon die Zutaten rausgestellt. Was wir brauchen, ist ein Hokkaido-Kürbis, ca. 800 Gramm. Ich glaube, der hat um die 1000. Dann eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Butter, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Und dann brauchen wir Salz und Pfeffer. Und 100 Milliliter Schlagsahne. Und dann kann man auch Gewürze hinzufügen, wie man will. Und am Ende fürs Topping, was ich immer noch gerne esse, ist Croutons. Die werde ich aus dem Brot und dann Öl selber machen. Okay, hier steht Kürbis servieren, vierteln und die Kerne mit einem Esslöffel rausschaben. Kürbis waschen, trocknen, Trockentupf und ein Stück geschnittene Zwiebel schälen und würfeln, Knoblauch schälen und hacken. Dann hole ich jetzt ein Brett zum Schneiden. Okay, ich habe jetzt einmal meine Haare hochgebunden, damit auch nichts ins Essen fällt. Ich besorge jetzt ein Messer. Genau, und dann brauche ich eine Schüssel. Ich glaube, die sollte reichen für die Kürbiswürfel. Ich habe den Kürbis jetzt abgewaschen. Ich bin sehr gut vorbereitet. Und dann versuchen wir das da jetzt herauszuschütteln. Oh. Könnte ein bisschen sein. Ich bin jetzt fertig mit der zweiten Seite. Und jetzt kommen wir zum Würfeln. Erstmal entferne ich hier jetzt den Strunk. Ich habe versucht, die Fäden so gut es geht zu entfernen. Das ist nicht ganz so einfach. Jetzt würfeln wir die ganze Gelegenheit. Und jetzt die zweite. Okay, zweite. Ach nee, wir müssen jetzt die Zwiebel schälen und schneiden. Und jetzt die Knoblauchzehe. Butter in einen Topf schmelzen, Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten. Kürbis zufügen und kurz mitdünsten. Und mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt mit mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Ca. 3 Viertel der Sahne zufügen und alles fein pürieren. Noch einmal abschmelzen, Kürbis mit Restsahne und nach Belieben mit Pfeffer gehackte Petersilie und Chiliflocken anrichten und servieren. Jetzt gehen wir rüber zum Herd. Okay, während dort hinten jetzt die Kürbisstücke ein wenig dünsten, mache ich jetzt die Croutons oder schneide das nochmal. Ich glaube, ich mache brate das Brot dann
kurz bevor die Suppe fertig ist, damit die frisch und schön kross sind. Ihr könnt so viele oder so wenig Brotscheiben nehmen, wie ihr wollt. Glaube ich, das ist ich glaube, das sollte reichen. Und die schneide ich dann einfach in Würfel. Gleich große. So circa 1x1 cm. Das Brot sieht ja jetzt so aus. Ist nicht ganz 1x1 cm, aber es passt schon. Okay, der Kürbis ist jetzt genug gedünstet und kommt jetzt in den Mixer mit der Schlagsahne. Und dann kommt er nachher wieder in den Topf. Jetzt sind Salz und Pfeffer drin und ich glaube, ich mache noch ein bisschen Chili-Pulver und Muskatnuss rein. Das wird jetzt. Ich mache jetzt die Croutons für die Suppe. So, das ist jetzt die fertige Kürbissuppe. Ich habe jetzt einfach die Croutons da drauf gepackt und dann werde ich jetzt gleich meine Eltern einmal die Suppe testen lassen. Wer will, kann auch noch Sojasauce oder Maggi drauf machen. Bread? How did you toast it? In the pan, I mean. It's hot. That's pretty good. Ja, geil. Mhm. Es schmeckt ziemlich gut. Ich esse gleich noch meine Schale hier auf. Es war ziemlich einfach. Also wenn ihr Lust und Zeit habt und noch einen Kürbis übrig habt, dann ist es eine gute Gelegenheit, den zu verwerten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!